seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglauton, zu einem neuen Sommertour-Video. Ja, ratet mal, wo ich bin. Kleiner Tipp. Kann man was erkennen? Vielleicht konnte man es nicht erkennen, aber ich werde es nachher nochmal zeigen. Jetzt erstmal ausruhen, ein bisschen ankommen. Das Reisen ist für mich immer ein klein wenig stressig. Ich bin eher so der Heimattyp, der zu Hause rumhängt-Typ. Ja, so kann man es auch nennen. Ich habe mir hier mal ein bisschen Mittagessen von Fastfood-Restaurant XY geholt und ich muss euch jetzt mal schnell weglegen. Ihr kommt jetzt hier schnell mal weg, weil einhändig futtern ist dann doch nicht so. Mein markenrechtlich geschütztes Sandwich verspeist. Ja, dann zeige ich euch, glaube ich, jetzt mal, wo ich bin und löse das Rätsel auf. Ich bin hier in Dessau, Roßlau, am Georgium, am Schloss Georgium, um genau zu sein. Ja, es ist heute so wundervolles Wetter hier. Ihr seht schon, ich habe eine Regenjacke an und es nieselt die ganze Zeit. Das ist so. Es regnet nicht wirklich, aber ist einfach wundervoll das Wetter. So, hier habt ihr nochmal das Schloss. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Es ist einfach irgendwie weiß auf einem weißen, grauen Hintergrund. Der Himmel ist gerade auch sonderbar grau-weiß. Sieht halt einfach gespenstisch aus, das Schloss. Sieht einfach aus, als wäre ein Fenster in der Luft auf dem Bildschirm. Willst du einen Schneemann bauen im Sommer? Hier haben wir auch noch zwei wundervolle Statuen hier von Frauen. Sehen aus wie Frauen. In Marmor, sieht ziemlich marmormäßig aus. Die dort guckt mich an und das macht mir Angst. Die schaut mich direkt an, die starrt mich an. Jetzt habe ich Angst vor diesem Park. Zu viel Horror geguckt, zu viel Horrorspiele gespielt. Resident Evil. Let's Plays geguckt. Wenn ihr mich jetzt noch anguckt, dann wird's gruselig. Dann weißt du aber, dass ich hier renne. Wenn die jetzt ihren Kopf dreht. Nee, zum Glück macht es noch nicht. Nein. Wir sind im Real Life. Das passiert ja nicht. So, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist zu den sieben Säulen zu gehen. Zu den berühmten sieben Säulen. Die soll. Jetzt habe ich Angst vor dieser Statue. Die sollen ja sehr berühmt sein. Die habe ich im Internet gefunden. Die sind mir aufgefallen, als ich nach Sehenswürdigkeiten Dessau gesucht habe, gegoogelt habe. Da wurde mir vorgeschlagen, hier das Georgium und die sieben Säulen, die römischen sieben Säulen. Da werde ich mal gucken, ob ich da hinkomme. Das sind aber nur vier Säulen. Naja, genau genommen 8, aber ich suche nach 7 nebeneinander stehenden Säulen aus den sind das, ja, die sind römisch, aber nicht die ich suche. Das ist halt das, was mir sofort ins Auge gefallen ist bei Dessau, also die erste Sehenswürdigkeit, die mir aufgefallen ist. Hier haben wir noch wieder schon so ein altes Gebäude, so ein. Es muss hier mal irgendwie so ein Grafen- oder Fürstentumsanwesen gewesen sein mit so verschiedenen Häusern und so verschiedenen Sachen, wo die halt sich aufgehalten haben hier
das Georgium. Ich glaube, ich habe da was drüber gelesen im Internet, dass dort irgend sowas hier ein Sir Georg irgendwie dort von Rovanion, einer meiner Namen, neben Zwergenfürst. Ja, scheint ganz interessant, wenn man sich mal die Geschichte dazu durchliest. Die Geschichten sind nicht ganz uninteressant. Ich war schon immer in der Schule geschichtsbegeistert. Naja, mittelmäßig geschichtsbegeistert. Kam auf das Thema an. Also, die Antike hat mich schon immer sehr erfreut. Also, die Französische Revolution hat mir jetzt nicht so viel Spaß gemacht, aber so das davor, das finde ich interessant. Wir waren ja auch mal in Griechenland in der Klasse. Da haben wir auch viel griechische Antike, nicht römische, aber griechische Antike gelernt. Römische und griechische Antike ist ja ziemlich verwandt. Ja, ich will jetzt keinen Vortrag über Geschichte halten. Ich will jetzt die sieben Säulen finden. Da hinten haben wir ein Pavillon und ein paar Säulen, aber das sind nicht die sieben Säulen. Das sind ein bisschen mehr. Und da ist da der Pavillon. Ja, ich glaube, das war aber in Litauen, das war im Ausland, das war, kann ich mich dran erinnern, da gibt es sogar Bilder von so ein Kindheitsbild, vielleicht kann ich das mal hier einblenden, falls ich es irgendwo noch finde. Werde ich wahrscheinlich nicht finden, aber da habe ich auch mal in so einem kleinen Pavillon gespielt, da gibt es mein Patenonkel hat so ein Bild von mir, wo ich in so einem ähnlichen Pavillon in Litauen rumprobe. Ja. Da hinten sehe ich doch was, da hinten sehe ich was. Könnt ihr das auch sehen? Ja, klar, jetzt könnt ihr das sehen, weil ich rangezoomt habe. Da haben wir sie, die sieben Säulen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, die sieben Säulen. Ich könnte euch jetzt einen Vortrag über Säulen und über Geschichte von Säulen halten, dass ihr jetzt unterwegs in dem Video, was ihr jetzt gesehen habt, drei oder zumindest zwei unterschiedliche Säulentypen gesehen habt. Das ist jetzt eine ältere Version. Bisschen älter, größer, antiker und ja, wenn so, hab gut aufgepasst in Kunstgeschichte, ihr merkt schon. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwie ins Zentrum komme, ob ich irgendwie noch City-mäßig was bekomme. Aber ich glaube, am Bahnhof war nicht viel los, da ist ein bisschen. Hier ist grundsätzlich ein bisschen leer hier. Vielleicht wegen dem Wetter, wegen dem momentan nieselt es nicht, aber vielleicht ist ja irgendwie jetzt nicht so sommermäßig, dass da Leute sagen würden, yo, wir gehen in den Park spazieren. Und deshalb vielleicht, ja, am Bahnhof war es auch nicht sehr voll. Ja, das Bauhaus Dessau, da wollte ich ursprünglich eigentlich drin, dort mal einen Vlog drehen. Ich will jetzt mit keiner Ausrede kommen, aber es war halt organisatorisch schwer hinzubekommen, dort was zu organisieren. Ich habe schon Wochen, vielleicht einen Monat vorher angefangen, das zu organisieren und ich muss sagen, vielleicht lag es auch. Ja, es lag an mir. Ich nehme die Schuld auf mich, ich nehme alles auf mich. Es lag an mir, dass ich zu selten angerufen und zu selten das kontaktiert habe. Aber es ist mir bis heute nicht gelungen, dort eine Drehgenehmigung und eine Unterstützung durch die Mitarbeiter zu bekommen. Macht ja auch keinen Sinn, wenn man dort dann reingeht und dann ich weiß, was das Bauhaus Dessau ist. Ja, ich könnte mich vorher einlesen und dann Vortrag über das Bauhaus Dessau halten und dann hier klugscheißermäßig dann
Wissensvideo drüber machen, also so ein Lernst das Bauhaus besser kennen Video machen, aber dafür ist die Sommertour nicht gemacht, dafür ist mein Kanal nicht gemacht. Da müsst ihr euch, glaube ich, einen anderen Kanal angucken. Da müsst ihr dann Planet Wissen oder sowas, eine Galileo anschauen, um da Wissenswertes über das Bauhaus Dessau zu finden. Haben wir bestimmt. Und ja, da habe ich gedacht, hier ist ein wunderhübscher Park, diese Säulen. Bei Säulen weiß ich ein bisschen was über die geschichtliche Sachen. Wer es genau wissen will, also wen es interessiert, das müssten ganz genau ionische Säulen sein. Und wenn ich nicht alles falsch interpretiert habe und falsch gelernt habe und die 7 oder auch 6 oder wenn man es so will, 8 Säulen dort hinten, wie auch immer, wie viele Säulen dort hinten, das weiß ich nicht genau, wie die heißen, aber das sind garantiert hier römische Säulen, das ist aus dem antiken Rom, wo die, das wurde mal für die Tempel benutzt, für die Zeus-Tempel, für die, wie hießen die Götter alle, die Athene-Tempel und so weiter und so fort. Haben wir in Griechenland auch einige von gesehen. Einige römische Tempel. Natürlich Zwergi, das in Griechenland römische Tempel gesehen. Ja, so viel dazu. Ich habe in Griechenland römische Tempel gesehen. Könnt ihr euch merken. Mit römischen Göttern. Zeus ist auch ein römischer Gott. Merkt euch. Ist nicht etwa ein griechischer Gott. Vorne, ganz vorne am Anfang des Parks gibt es noch ein Souvenirgeschäft und ein Café, also ein Restaurant. Restaurant, genau. Dort kann man sich noch was zu schnabulieren holen oder sich ein kleines Postkärtchen gegebenenfalls anderen Krimskrams aneignen. Aneignen klingt jetzt sehr schlimm. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten sieht der Park hier ganz wunderhübsch aus, aber außer diesem Pavillon und den 7 Säulen und dem Schloss dort hinten, das war jetzt auch nicht übel. Und der großen Statue sehe ich hier nichts weiteres. Also, was jetzt auch nicht wenig ist. Also, im Elbauernpark gab es nicht so viele Sehenswürdigkeiten auf einem Fleck. Ja, wie ich mir das erklären kann, dass hier so verschiedene Häusertypen und so verschiedene Stiltypen aufeinandertreffen, ist, dass eventuell so war, dass die alten römischen Dinge als erstes dort waren, die antiken Säulen als erstes da waren und dann später die nachfolgenden Generationen, die Fürstentümer, das halt stehen gelassen haben und haben halt so gesagt, wieso abreißen? Wir sind stolz auf unsere Vergangenheit, auf unsere römische Vergangenheit. Keine Ahnung. Kultur, Erbe, Erhaltung, was weiß ich. Ich bin nur ein Zwergenfürst, was die Menschenfürsten gemacht haben, kann ich euch nicht verraten. Fragt mich was über Zwergenfürstentum. Da kann ich euch was verraten. Das dürfte wieder dieses Schloss Georgium sein. Ich habe euch Kultur versprochen. Ihr habt Kultur gekriegt. Ich habe zwar ans Bauhaus Dessau gedacht, als ich gesagt habe, es gibt Kultur. Aber ist jetzt auch nicht mehr oder weniger Kultur. So, lass uns mal wieder zurückgehen. Kann es schon verstehen, wenn ihr sagen solltet, ja, ich laufe gerade für dieses Video rückwärts. Wenn ihr sagen solltet, war langweilig, hat mich nicht interessiert, zu viel Geschichte, zu viel Kultur. Ich will Action, Schmeckchen. Ja, dann weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Aber ich denke, dieser Part, dieser das Video der Sommertour. Ich kann unheimlich schlecht rückwärts laufen.
war unterhaltsam. Also ich hoffe, er war unterhaltsam. Das müsst ihr mir dann in den Kommentaren sagen, ob er unterhaltsam war, ob es dir gefallen hat. Müsst ihr mir mit einem Däumchen nach oben verraten unter diesem Video. Ja, ich denke, auf Innenstadt und Zentrum hätte ich jetzt auch nicht mehr so viel Bock nach diesem Park hier. Also das wird sich nicht sehr vertragen, wenn ich da jetzt noch ein Innenstadt-Krams reinhauen würde. Dann, ich würde sagen, ist nicht so wild, wenn wir das jetzt hier beenden. Ich habe jetzt ziemlich viel gedreht, ziemlich viel Material. Ja, dann hoffe ich, es war nicht zu langweilig. Euch hat ein bisschen Kultur nicht geschadet. Und ihr seid auch beim nächsten Sommertour-Video mit dabei. Für die Leute, die es jetzt komplett langweilig fanden, da tut es mir natürlich leid. Aber für die gibt es auf meinem Kanal. Mein Kanal ist ein Let's Play-Channel. Genug Action schmeckt schon zu sehen, also nehmt es mir nicht übel und haut drinne. Bis zum nächsten Video. Bei Kaffee und Kuchen hatte ich im Café des Georgium Parkes nochmal die Chance, das Geschehen des Tages Revue passieren zu lassen.